Heute zeigen wir euch die krassesten Secrets in ganz Brookhaven. Denn im neuen Update gab es wieder super viele coole Sachen zu entdecken. Unter anderem auch den geheimen Safe im neuen Update und viele weitere Sachen. Let's go! Okay, liebe Freunde, heute zeige ich euch mal die super coolen Secrets. Und Gott sei Dank bin ich endlich mal wieder allein und habe keinen komischen Typen, der mir erzählt, wo irgendwelche Sachen sind. Hey, Cedric, was geht? Oh, Mann, ey. Wieso kann ich einfach nicht meine Klappe halten? Genau, du kannst nicht deine Klappe halten und die Zuschauer können bestimmt nicht innerhalb von 3 Sekunden ein Abo auf dem Kanal da lassen und einen Daumen nach oben auf das Video. Oh, wow. Okay, Leute, ihr kriegt das hin, oder? Bio labert nur Blödsinn. Okay, ich wollte trotzdem sagen... 1, 2, 3. Oh. Zeit ist um. Ja, super. Okay, gut. Jason, was genau willst du hier? Ich habe keine Ahnung. Das ist dein Video. Oh, Mann. Okay, weißt du was? Wenn du schon mal hier bist, lass uns doch einfach ein Secret-Duell machen. Ich zeige dir ein paar der coolsten Brookhaven-Secrets. Du zeigst mir die coolsten, die du kennst. Und dann gucken wir mal, welche von uns beiden besser ist, ja? Okay, das klingt nach einem guten Plan. Gut, das heißt, ich mache da mal den Anfang. Los geht's. Okay, Jason, hast du schon mal das geheime Motelzimmer gesehen, ha? Das geheime Motelzimmer? Ja, ja, komm mal zum Zimmer 3, komm mal zum Zimmer 3. Ich muss dir jetzt etwas ganz Besonderes zeigen, und zwar, wie man sich das geheime Motelzimmer anschauen kann. Und du denkst wahrscheinlich, ich meine dieses vergammelte Zimmer, was man mit diesem komischen Buch holen kann, wo das Portal gespawnt wird und so. Nein, Jason, nein, ich habe was viel, viel Besseres, denn... Dein Zimmer? Pass auf, ja, ja, genau, mein Zimmer. Ich spawne jetzt nämlich hier ein Zimmer. So, ja, komm rein, komm zu dir raus. Vor allem Füße abtreten. Und Schuhe ausziehen. Ich habe keine Schuhe an. Dann Füße ausziehen. Füße ausziehen? Okay, ja. Okay. Gut. Und dann, wenn du das gemacht hast, auf jeden Fall, können wir uns jetzt hier ganz entspannt auf diesen Stuhl setzen und werden dann etwas ganz Besonderes machen, und zwar das Haus einfach entfernen. Und dich unter anderem auch entfernen. Wo bist du denn? Oh, upsala. Wo bist du denn? Also, das hat gerade nicht so gut geklappt. Nochmal von vorne. Okay, selbe Situation nochmal. Wir sitzen jetzt auf dem Sofa und machen das hier nochmal ganz kurz weg und jetzt nicht bewegen. Obwohl, doch, wir können uns bewegen. Jetzt können wir uns nämlich bewegen. Ah, da bist du ja. Okay, Jason. Und siehst du das? Ja, siehst du das geheime Motelzimmer? Man kann hier nämlich voll viel nachgucken. Ich wusste nämlich, dass das funktioniert zwar auch schon, wenn man sich einfach nur hier reinstellt und dann das Haus despawnt, aber da kann man nicht hier rumlaufen. Und jetzt können wir sogar in die anderen Zimmer gehen. Hey, warte mal. Jason, weißt du, was wir mal ausprobieren müssen? Was passiert, wenn ich hier drin bin, während noch kein Haus hier ist und du jetzt hier eine Wohnung spawnst? Okay, wollen wir das mal probieren? Ja, warte, rausgehen? Können wir gleich machen, aber... Warte, ganz kurz, ich will noch mal ganz kurz wissen, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Aber sieht nicht danach aus, sind alles relativ leere Zimmer. Ah! Ich bin da. Oh nein, das ist ein Geist, das ist ein Mai. Okay, gut, ich bin auf jeden Fall in dem Zimmer. Das ist ein Mayo. Gut, das okay, ist, glaube ich, warte, Zimmer ich bin jetzt 4. kurz rausgegangen, ja, okay. Cedric. Gut. In welchem Zimmer bist du? Ich glaube, ich bin in Zimmer 4. In Zimmer 4, okay. Was geht ab? Oh mein Gott, hä? Das ist ja voll... Okay, man wird nicht mal rausgescheucht, hä? Dann kann man sich einfach da hinstellen. Okay, das ist mega cool. Ich kann dich auch einfach bannen. Was? Nein, kannst du überhaupt nicht. Das ist... Ha! Siehst du? Ich kann dich wirklich nicht bannen. Ja, ja, siehst du? Kannst du echt nicht? Probier mal. Mach mal. Ich kann dich nicht bannen. Du kannst mich nicht... Guck, ich hab sogar... Ich hab einen Glitch rausgefunden, wie man mich nicht mal bannen kann. Oh mein Gott, das ist ja mal mega gut. Hä, das ist ja mal übel cool. Oder kann man das generell nicht in... Warte mal. Das muss ich jetzt ganz kurz ausprobieren. Leute, wir müssen das ganz kurz nochmal nachchecken. So. Nee, ich kann dich aber auch nicht bannen. Hä? Warum? Oh Mann, ich glaube, man kann Leute nicht aus Motels bannen. Kann das sein? Oh Mann, ist egal, Leute. Wir haben auf jeden Fall was richtig Cooles gefunden. So, was ist auf jeden Fall jetzt dein Secret, was du mir zeigen willst? Okay. Du hast dir auf jeden Fall wieder den Hippie-Bus geholt. Der Lügenbus, nehme ich ihn jetzt einfach mal. Wenn ihr das verstehen wollt, schaut mal gerne bei Marios Video vorbei. Oh Mann, okay. Stimmt. Aber gut. Wo fahren wir jetzt gerade hin, ha? Wir fahren gerade zu meinem Lieblingsort, nämlich hier zu diesem neuen Grundstück. Yeah. Okay, was, sag mal ganz ehrlich, was hältst du davon? Ich find, das hier ist ein cooler Ort, aber ich finde es auch irgendwie schade, dass der Bergzwerg kein Berg mehr ist oder einfach nur noch ein... Er ist ein Donutzwerg, ist er jetzt, weil er einen Ring hat. Oder ein Ring ist. Ich habe gar nichts verstanden. Ach, keine Ahnung, was da redest. Wo sollen wir jetzt lang? Was machen wir jetzt hier? Ich werde dir jetzt 2 Secrets zeigen. Aha, okay. Zwei Secrets in einem. Ja, das ist schon ein bisschen krass. Alter. Also ich würde sagen, als allererstes fangen wir mit dem offensichtlichen Secret an. Komm mal hier in diese wunderschöne Ecke. Aha. Ja, und okay. Und hier gibt es eine Steinwand. Eine Steinwand? Ich glaube aber tatsächlich, dass ich die schon kenne. Ah, ja, okay, da kommt man rein. Gut, ja, ja. Ja, das ist relativ interessant. Genau, hier ist auf jeden Fall eine
komisch aussehende Höhle, Cedric. Ja, okay. Hier ist eine komisch aussehende Höhle. Wer hat denn hier gewohnt? Waren das etwa die Steinzeit-Mayonnaise-Menschen? Die Steinzeit-Ketchup? Ketchup? Ketchup? Oder die Senf-Menschen? Oder Barbie? Oder Barbie? Oder, warte. Oder etwa Barbie? Sieht aus wie Barbie auf Wish. Okay, ja, mein Skin ist ein bisschen kaputt gegangen. Ich merk's auf jeden Fall. Okay, was ist das zweite Secret? Das zweite Secret ist, dass ich Barbie bin. Tada! Oh, wow. Spaß. Komm mal mit, ich muss dir das auf jeden Fall auch noch zeigen. Dafür müssen wir aber was ganz Besonderes machen. Mhm. Weißt du, dass es dieses eine Haus gibt, wo auf dem Dachboden so ein Safe ist und gleichzeitig auch diese Krallen? Die Kralle, ja, genau. Die Kralle, die kenne ich auf jeden Fall. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Genau. Also, wusstest du, dass du Krallen auch hier finden kannst? Hier? Ja, du kannst hier Krallen finden, aber dafür, warte, wir müssen nochmal dahin zurück, damit ich dir das zeigen kann. Weil du wirst nämlich jetzt sehen, wenn wir jetzt dahin gehen, wir sind ja die ganze Zeit nach rechts gelaufen, oder? Ja, sind wir, genau. Ja, genau, wenn wir nach links gehen, dann kommen wir nämlich zum Wasserfall, das weiß ich auf jeden Fall. Genau, wenn wir nämlich nach links gehen, kommen wir hier zum Wasserfall und wie du siehst, ist hier gar nichts. Richtig? Okay, ja, hier ist absolut nichts. Hier ist gar nichts. Nein. Okay. Genau, und du musst jetzt wieder mitkommen, weil jetzt sind wir wieder zurück und wir müssen ein ganz besonderes Haus bauen. Ist das Mayos Schnitzeljagd oder was? Was soll das jetzt werden? Ja, das ist Mayos Schnitzeljagd. Glaub mir, das ist voll gut und so. Du kennst ja dieses wunderschöne Haus, ne? Ja, ich kenne dieses wunderschöne Haus. Es ist nämlich mein Haus. Los, das ist mein Haus! Hä, das Füße ist mein Haus! Füße ausziehen. Komm mal mit Füße hier hoch. Einziehen. Okay, gut. Und du weißt, hier gibt es Krallen, oder? Aha, ja. Ja, okay. Ja, genau. Die Krallen kenne ich auf jeden Fall schon. Das steht da oben auch irgendwie, Versuche zu synchronisieren. Und hast du es geschafft zu synchronisieren? Ich habe gesynchronisiert oder sowas in der Art. Wow, okay, das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Gut, was müssen wir jetzt machen? Ja, das war das Secret. Nein, Spaß. Komm mit. Hä? Weil jetzt entfernst du diese Krallen wieder aus deinem Inventar. Also komplett wegmachen. Wieder wegmachen, einfach C drücken. Wieder wegmachen, genau, okay. Genau. Einfach C drücken und jetzt kommst du wieder mit zu diesem komischen Strand und dann wirst du sehen, dass sich dort etwas ganz Besonderes verändert hat. Oh mein Gott, jetzt ist ja auch eine? Lol. Jetzt liegen hier auch Krallen. Wir haben die fallen gelassen. Aber sind das überhaupt Krallen? Was ist das überhaupt? Sind das Kristalle? Was ist das? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das sind so Kristalle, Krallen, keine Ahnung, irgendetwas. Okay, weird, auf jeden Fall. Versuche zu synchronisieren. Okay. Was können wir jetzt damit machen? Keine Ahnung. Aber hier sind Krallen. Wow, wir haben sie einfach fallen gelassen und jetzt liegen sie hier. Wow. Vielleicht hat sie die Spülung da dran geströmt. Die Spülung hat sie dran geströmt. Genau. Oh Mann, okay, ist ja gut, auf jeden Fall. Ist schon nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe schon mal von dem Secret gehört, aber ich habe es selber noch nie gemacht. Deswegen ist es ganz cool tatsächlich. Aber Jason, du kannst natürlich nicht mithalten mit dem übertrieben krassen Power-Move! Was auch immer das sein soll. Weißt du was, Jason? Weil wir schon mal hier sind gerade und ich kenne natürlich in jeder Ecke von Brookhaven Secrets. Wo bist du überhaupt hin? du schwimmst da. Okay, alles klar. Ich kenne auf jeden Fall super viele Secrets hier in Brookhaven und zwar mache ich jetzt auch 2 in 1, weil du auch 2 in 1 gemacht hast. Ja, das ist nur fair. Und wir gehen jetzt einmal hier ganz kurz hoch, Jason. Wolltest du schon immer mal einen Raketenstart miterleben? Ja? Eigentlich nicht, aber ja, natürlich. Okay, pass auf. Wir müssen diese hier aktivieren, die mit dem pinken hier, die zweite. Die so aussieht wie du, ja. Jawohl. Und dann guck mir einfach mal zu, ja? Schau mich an und dann schau nach oben. Okay, let's go und wuhu! Hä? Oha, wo bist du? Ich bin ziemlich weit oben. Hallo! Hä, ich sehe dich nicht. Wo bist du? Nein, da komme ich. Oh, ich habe dich gesehen. Hast du gesehen? Willst du auch mal machen? Hä, wie hast du das gemacht? Du musst auf das Ding und dann springen. Genau da. Oh. Cedric, weißt du, wo ich gerade hinfliege? Nein. Ich glaube, ich werde jetzt gerade außerhalb von der Map fliegen. Haha! Ich bin aber auch schon weit weggeflogen. Tschüss! Oh mein Gott. Und dann kannst du direkt wieder herkommen, weil ich kenne hier natürlich noch ein Secret. Jason, wann kommst du denn jetzt endlich? Oh, Mann. Ich bin so weit weg. Okay, Jason, mir ist übrigens gerade eingefallen, wir sind hier gerade noch falsch, wir müssen eigentlich zum verlassenen Haus. Kommst du mit? Zum verlassenen Haus? Oh ja, wir müssen zum verlassenen Haus, denn da befindet sich etwas äußerst Seltsames. So, jetzt sind wir endlich da, im geheimen, versteckten Haus. Okay, Jason, sag mal, was für Secrets kennst du eigentlich in diesem Haus? Ich weiß, dass, warte mal, war nicht hier irgendwo ein Secret hier drin, wenn man sich mit einem Schlafsack irgendwo reinmacht? Mhm.
könnte sein, auf jeden Fall. Also, wenn du mal genau guckst, hier unter dem Ding ist so eine Filmrolle und da steht ein Code drauf, 70777. Aber das meine ich gar nicht, denn, Jason, ist es dir schon mal aufgefallen, dass hier drin ein Zettel steckt? Wo? Da unten, links. Hä? Ja. Da steht ja echt ein Zettel, den habe ich noch nie gesehen. Und das ist dir noch nie aufgefallen? Nee, das ist mir wirklich noch nie aufgefallen. Kannst du dir mal vorlesen? Ich lese es gerade vor. Madison, ich entschuldige mich dafür, dass ich verlassen, dass ich gegangen bin, aber es war notwendig, um die Agentur, also um die Agenten davon abzuhalten, die komplette Magie des Kristalls freizulassen. Sie werden damit experimentieren, also der rote, Red River, also der rote Fluss, wurde enacted, weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Und ich soll die Agenten denen am besten aus dem Weg gehen. Und was genau bedeutet das jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber es könnte sein. Könnte es nicht. Warte. Da stand doch irgendwas von Kristallen gerade. Warte. The full power of the crystal. Ist das nicht möglich, dass das die hier sind? Das kann sein. Weil, was soll es denn sonst sein? Ich weiß es nicht. Es gibt keine Kristalle in Brookhaven, außer vielleicht das hier. Außer das da. Also, ich würde auch sagen, dass es keine Krallen sind. Es sehen aus wie Kristalle, aber. Trotzdem irgendwie seltsam, ne? Krasses Secret auf jeden Fall. Habe ich auch erst irgendwie heute entdeckt. Oh Mann, okay, gut. Echt komisch, aber Jason, was hast du denn noch auf Lager? Okay, Cedric, wir sind auf jeden Fall jetzt beim Rathaus und kennst du irgendwelches jetzt hier im Rathaus? Ja, wir können natürlich da oben sofort hingehen und wenn wir diesen Knopf dahinter drücken, dann kommen wir auf jeden Fall auch auf die Dings hier oben rauf, wo die Gelddruckmaschine ist und der ganze Kram und ich hoffe, das ist nicht das, was du mir zeigen wolltest. Das ist definitiv nicht das, was ich dir zeigen wollte, weil ich wollte dir zeigen, guck, wenn du hier in diesen Raum gehst, dann wirst du sehen, oh mein Gott, der neue Bürgermeister Mario. Sandy meinst du natürlich? Ja. Nein, tatsächlich Mario, nee, ja. Tatsächlich Sandy, also ich hab eine Stimme mehr. Nein, das stimmt nicht. Nein, Jason, ich bin der Bürgermeister! Nein! Nein, ich bin der Bürgermeister. Okay, ich kann von hier draußen nicht mehr drücken. Siehst du, auf jeden Fall, Cedric, du musst jetzt mitkommen, okay? Okay, ganz, ja, ganz wichtig. Wenn du nämlich hier ins Rathaus reinkommst, müssen wir erstmal in diesen paranormalen Activity-Raum gehen. Okay. Okay, und was ist da drin? Da ist ein Geistergerät da drin. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Das ist der Teleporter. Mit dem kann man sich einfach so wegteleportieren. Hoppala! Ja, genau, das kann man mit dem Ding machen. Wie gut, hast auf jeden du? Fall, ist nicht so richtig wichtig. Nicht so richtig wichtig. Okay, können wir auf jeden Fall mal gucken, was genau du mir jetzt zeigen wolltest? Du wolltest mir ja nicht dieses Gerät zeigen, oder? Also, dieses Gerät ist zwar schon ziemlich interessant und so, aber natürlich ist das nicht das, was ich dir zeigen sollte, weil das ist ja langweilig. Dieses Gerät gibt es ja schon im Item-Menü oder so. Kennst du das hier? Ja, klar, das ist ein. Was um alles in der Welt soll das sein? Keine Ahnung. Ich drücke einfach mal drauf. Mhm. Und dann wird's rot. Und fängt an zu rauchen. Ja, und da kommt einfach Rauch aus dieser Maschine raus. Und sonst passiert nichts? Nicht so wirklich. Aber hier steht auf jeden Fall noch irgendwas in dieser Tafel dran. Okay, warte mal. Disturbance reported in Janitor Room at 6F28. 3 Eyewitnesses reported. Okay, hä? Warte mal. Der Janitor Room, ist das nicht da in der Schule? Um 6:38. Ja, genau. 28. Okay, warte mal ganz kurz. Kannst du die Zeit umstellen? Stimmt, gute Idee. Ja, lass einfach mal hingehen und mal gucken, ob um 6:28 irgendwas passiert. Warte. 6:28 morgens oder abends? Keine Ahnung, egal. Wahrscheinlich abends. Warte. Ich mach das gleich. Sekunde. Wir müssen erstmal zur Schule gehen. Wo ist denn immer die Schule? Die Schule ist da hinten, genau. Geradeaus. Okay, der Janitor Room. 6:28. Oh Gott. Okay. Ich nehme mal dieses Geistergerät mit, weil vielleicht sind da Geister oder sowas. Ja, das ist eine super gute Idee. Okay, warte, Jason. Das hier müsste in der Janitor-Raum sein. Was tun sie laut? Okay. Pass auf. Wir müssen uns verstecken, Jason. Wenn der Geist kommt, dann dürfen wir nicht gesehen werden. Ich gehe unter das Bett, okay? Kiste. Warte, ganz kurz. So, und, also, Moment. Okay, ich gebe zu, das ist nicht das allerbeste Versteck. Ich gehe unter den Schreibtisch vielleicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, man sieht mich hier nicht, oder, Cedric? Sieht man mich? Warte, nein, man sieht dich absolut gar nicht. Aber ich lege mich jetzt ganz kurz in diese Kiste hier rein und jetzt sollte man mich auf jeden Fall wirklich nicht sehen. So, oder? Sieht man mich? Ich sehe dich auf jeden Fall. Ich sehe deine Haare ein bisschen, aber das ist egal. Jetzt bin ich auch aufgestanden. Egal. So, okay, Leute. Ich würde nochmal sagen, ich stelle die Zeit mal auf 6 Uhr. So, und wir starten die Zeit mal neu. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Wenn 28 gleich ist.
Warte, okay. Wir brauchen noch ungefähr 20 Sekunden, dann ist es schon soweit. Oh mein Gott, Jason, bist du auch aufgeregt? Oh, ich bin aufgeregt. Cedric. Okay, okay, ich hol auch mal kurz meinen Geisterdetektor-Teleporter raus. Oh Mann. Geisterdetektor-Teleporter? Okay, okay, ja, ja, ich weiß auch nicht. Warte mal. List, Wax Doors, Paint Gym Doors. Okay, okay, warte, ganz kurz. 28, lass ganz genau hingucken. Ob wir irgendwas sehen. 28, 27, 28. Hast du irgendwas gesehen? Ist irgendwas passiert? Ich hab nichts gesehen, Cedric. Ich hab auch nichts gesehen. Hier draußen steht auch immer noch No Students Allowed. Steht immer noch alles gleich. Hier scheint nichts passiert zu sein, Jason. Hier ist wirklich nichts passiert. Komisch. Okay, Jason, vielleicht können wir auch einfach keine Geister sehen, weil wir selber keine Geister sind. Ja, aber wir haben doch das Geister-Teleporter-Dingsgerät da. Ja gut, da hast du recht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach keine Geister gibt. Okay, gut, egal. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, Jason, lass uns mal das nächste Secret anschauen. Let's go! Okay, Jason, herzlich willkommen in meiner neuen Villa. Oh yeah! Hast du das neue Estate hier schon mal angeschaut? Das ist richtig cool auf jeden Fall. Es ist übertrieben groß, hat einen eigenen Helikopter an dem Platz und ich verkaufe es dir für 100 Millionen Euro. 100 Millionen Euro? Oh Mann, aber das ist aber ein richtiges Schnäppchen. Warte, ich raub kurz die Bank aus. Alles klar, mach das, bis gleich. Okay, nein. Also auf jeden Fall, was ich dir noch zeigen wollte. Also, okay, du willst es vielleicht jetzt noch nicht kaufen, ja? Aber vielleicht wirst du es kaufen, sobald ich dir erzähle, was für ein geniales Haus mit genialen Secrets es hier gibt, ja? Okay, okay. Okay, 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 warte. Lass uns erstmal hier in den geheimen Raum reingehen, ja? Durch die Wände, in die man nämlich durchlaufen kann, um in den Pool reinzukommen. Fantastisch. Absolut unglaublich, ja? Ne? Also, unglaublich, also, ja. Du siehst schon, das ist absolut krank. Das ist so krass. Da flattern dir die Ohren weg. Und jetzt nicht drüber reden. Rede nicht drüber, ja? Einfach nur genießen. Denk dir einfach genießen. So, wow, wer hat sich das ausgedacht? Wow, wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist die Einstellung, die ich sehen will. Okay, pass auf. Und jetzt denkst du dir gleich nochmal, wow, wer hat sich das ausgedacht? Mal zwei. Ne? Ja, weil das zweimal so krass ist. Ich werde auf jeden Fall, ich muss es ganz kurz nochmal suchen, warte ganz kurz. Ich bin auf jeden Fall ein qualifizierter Immobilienmakler, der natürlich von sehr vielen Immobilien sehr viel immobilige Ahnung hat. Was suchst du denn? Ich suche nur ganz kurz was ich gerade verloren habe. Nicht verloren habe, Ich glaube, unten ist es ein bisschen heißer vom Weg her, weißt du? Ja, das könnte eventuell sein. Hier wird es ziemlich warm, Cedric, da wo ich stehe. Warte, ich glaube, hier wird es tatsächlich ein bisschen wärmer. Ja, bist du dir das sicher? Die Richtung. Ja, hier wird es sehr warm, heiß. Ja, richtig. Also, ich weiß natürlich genau, was ich tue. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir uns jetzt hier hinstellen, dann ist das so eine komische Maus, von der du sicher noch nie gehört hast. Und jetzt denkst du dir so, wow, wer hat sich das ausgedacht? Und dann mal zwei. Genau. Und dann drücken wir da drauf. So, ne, pass auf, ja. Und dann landen wir im Tresor. Also nicht im Tresor. Wer hat sich das ausgedacht? Mal drei. Ja, genau. Wer hat sich das ausgedacht? Das denke ich mir auch jedes Mal. Oh Mann, Leute. Hier ist auf jeden Fall der Safe vom neuen Haus von Brookhaven. Und der Weg da wieder zurück. Okay. Und welches T-Shirt davon ist jetzt dein Lieblings-T-Shirt? Ich würde sagen, grüne Zwiebel. Okay, gut. Auf jeden Fall machen wir mal weiter. Okay, Cedric. Wie du weißt, bin ich ja ein ziemlich starker Mensch. Oder? Mhm, ja, klar, natürlich. Lol, Jason, what? Was? Hey, Moment mal, ich habe zwei Taschenlampen. Ich habe auch zwei Taschenlampen. Warum? Keine Ahnung, was da los ist. Hey, das geht doch gar nicht. Warum habe ich zwei Taschenlampen? Ich weiß auch nicht, warum ich zwei Taschenlampen habe. Ich habe mich auch schon gefragt. Okay, cool. Vielleicht egal. War das der Secret aus dem Yalitaum? Oh mein Gott. Einfach ein Duplizierer-Bug. Oh, Leute, spult mal ein Video zurück und schaut mal, seit wann wir die zwei Taschenlampen haben. Oder? Genau, und dann schreibt uns das Ganze einfach mal in die Kommentare, bitte. Okay, gut, egal. Auf jeden Fall, du wolltest uns etwas zeigen, Jason. Ich frage dich mit der ersten Taschenlampe und mit der zweiten Taschenlampe. Okay, gut. Genau, ich wollte zeigen, dass ich nämlich zwei Taschenlampen... Nein, Spaß. Ich wollte zeigen, dass wir jetzt erstmal ein ganz bestimmtes Haus bauen müssen. Und zwar, wir müssen... ich muss das Haus ganz kurz suchen. Einen Moment. Oh, wow. Ich habe so viel zu tun, Leute. Ich bin organisiert. Ja. Hä, wo ist das Haus? Gegen das Gesicht hauen.
Okay, hab ich jetzt gemacht. Du hast dir ein Kissen gegens Gesicht gehauen? Nein, weil ich keine Zeit dafür hatte. Warte mal, wo ist das Haus? Bin ich blind? Ja, bist du. Okay, Cedric, weil, kennst du dieses Haus hier? Ja, das ist auf jeden Fall die geheime Militärbasis der geheimen Militärbasen. Genau, irgendwas in diese Richtung auf jeden Fall. Und hier gibt es nämlich, hier kann man so ein bisschen trainieren, oder? Kennst du das hier so ein bisschen? Ja, klar, so ein bisschen, wie heißt das nochmal? Wie nennt man das? Push-Ups? Nee. Oder? Keine Ahnung, was weiß ich, der Trick. Aber guck mal, wie stark ich bin, ja? Wow, du kannst so große Gewichte halten? Das ist ja richtig heftig, Mann. Ja, aber ich kann das sogar mit einer Hand, Cedric. Wow, hey. Ah, du hast jetzt die Handel in dein Gesicht, wollte ich gerade sagen, in deine Hand geholt. Lol, okay, und gleichzeitig ist ja cool. Die Taschenlampe, ja, gut, das Geistergerät. Das macht auf jeden Fall Sinn, Jason, denn es ist ja auch eine Hand. L. Oh mein Gott, Cedric, bitte. Und mit diesem Joke verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Das war's mit der heutigen Folge Roblox Bekämpfen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Da dran und ciao!